Entschuldigung, Entschuldigung. Das sollte natürlich heißen, herzlich willkommen zurück bei Starbound. Wir haben hier ja unter Wasser aufgehört. Nicht ganz so clever. Ja, ihr hört vielleicht, ich bin immer noch / schon wieder krank. Aber ich bin heute motiviert, ein bisschen Starbound aufzunehmen. Ich will ja vorankommen. Vor allem ja auch mal so in Richtung andere Planeten noch aufbrechen. Ein bisschen Beute machen, den Matter Manipulator aufrüsten. Deswegen lasse ich die Hauptmissionen jetzt erstmal ein bisschen ruhen. Guck mich hier noch weiter um. Hier wollte ich ja auch mich so ein bisschen unter die Erde graben. Ein paar Mineralien einsacken, aber natürlich gucke ich mir die Ruinen noch fertig an. Vielleicht, aber nur vielleicht gibt's hier was Schönes, außer diesen garstigen Ökofisch da drüben. Ja, das ist Bio, das beißt zurück. Ja, doch, der ist böse. Oh, der hat eine Cthulhu-Schnauze. Scheiße. Ah, und mir geht die Energie aus, ja. Genau, deswegen, wir brauchen nämlich unbedingt noch eine neue Rüstung und bessere Waffen und alles, ne? Damit wir gegen so Gefieß besser zurechtkommen. Ja, und ich hoffe, ihr könnt es mir halt verzeihen, dass ich im Moment so die Rüsselpest habe und mich nicht so gut anhöre. Ich nehme auch nur so viel auf, wie ich verantworten kann, aber wie gesagt, ich bin motiviert, ich bin aufgestanden und hatte Bock, jetzt unbedingt Starbound zu spielen. Ja, und hier sind wir, ne? Also, geträumt getan, gesagt getan, hätte es jetzt nicht getroffen. Hier ist Eis als Boden, da können wir uns dann leichter durchbuddeln. Das ist schön. Was haben wir denn hier? Ah, Malzlimonade, Rootpop, ne? Root ist ja, also Rootbier ist ja Malzbier, ne? Ach komm, das muss ich hier gerade mal mitnehmen, wenn wir das schon mal haben. Diese große, also diesen großen Kilobus und da gleich mal eine Tech-Card, super. Weil es gibt bestimmt noch viele Techs, die wir freischalten können. Die werden dann hoffentlich auch eigene Missionen haben. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die eigene Missionen haben werden. Halt wieder so kleine Geschicklichkeitsmissionen. Ein Hindernisparcours. Ein Upgrade-Modul auch gleich noch. Geil. Ja, also ich sehe schon, es lohnt sich, dass ich hier jetzt unbedingt nochmal aufnehme. Ach, guck mal, die kleine Krabbe. Die lasse ich diesmal aber leben. Ach, wie goldig die da rumgelaufen ist. Ne? Ah, da ist sie jetzt. Interessant. Plain Old Water. Ja, man kann diese Kreaturen immer noch nicht scannen. So, ja, also wir gedenken China, der da mal sich so auch im LPT irgendwie so ein bisschen runtergegraben hat. Einfach im Ozeanplaneten unten durch die unterste Schicht durch, ne? Ja, und guckt mal, da gibt's hier wirklich ganz viel Mineralien, also es ist nicht verkehrt. Da können wir jetzt auf jeden Fall schon mal für die nächsten paar Planeten vorsorgen. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht versuchen soll, ein paar von... Richtige Waffe nehmen. Weil hier kommt der bissige Haihund. Die hatten auch einen richtigen Namen, weil es irgendwie so ein einzigartiges Monster war. Na, nun geht's hier nicht tiefer, doch. Was war denn eben mit der Kamera los? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, cool, da hockt einer in seinem Forschungsbunker. Ich hoffe, er ist nicht sehr wasserscheu. Der hat doch bestimmt eine Tür, okay. Ach, wie cool. Wie das hier so dynamisch funktioniert mit dem Licht, ne? Aber vielleicht hätte man die Schaltung anders machen sollen. Ich würde mir jetzt trotzdem gerne etwas Licht hier reinsetzen, aber ich glaube, Fackeln und so weiter, auf sowas setze ich ja nicht, ne? Da muss es halt dunkel bleiben. Ne, wenn die Lichter doch da sind, kann man die nicht per Hand auch aktivieren. Scheinbar nicht. Tja, ich hoffe, er hat nichts dagegen, dass wir sein Zeug mitnehmen. Ne, hat er bestimmt nicht, sonst hätte er schon gemotzt. Also selber schuld. So, er kann bei dieser Kälte kaum seine Finger spüren. Wie soll er denn so Notizen machen? Tja, keine Ahnung. Ich hoffe, du magst Wasser. Verdammt böse, der hockt hier drin. Der kann jetzt nicht mehr raus, ne? Weil hier... Guck, jetzt wird sogar noch kalt bei dir drin. Also, ja. Lüft mal wieder durch. Ich mein's doch auch. Was für eine Scheißaktion. Hockt er hier schon fest, ne? Und beschwert sich, dass seine Finger gefroren sind. Da kommt der Nova-Kind vorbei und flutet seine Bude. Naja. Da muss schon sehen, wie er zurechtkommt. Ja, da hast du ganz recht, weit. Also ich hab's mir ja nicht ausgesucht, das war... Ich glaube, er hat sich in sein Schicksal ergeben. Anders kann ich mir das nicht erklären, was der da unten gerade macht. Oh mein Gott, ja. Also, wunderbare Aufnahmesitzung, das merke ich jetzt schon. ja. Ja, die Rüsselpest mal wieder und so weiter. Also, ich habe ein bisschen Fieber, ich habe kalten Schweiß oder ich glaube, er ist kalt, ja. Ja, halbwegs kalt. Aber, nee, wenn die Aufnahme einfach ruft, ne? Manchmal ruft sie so sehr nicht, wenn ich mal gesund bin, ne? Und ja, ich muss das jetzt machen. Damit wir ja auch wenigstens wieder ein bisschen was haben.
Weil mitunter, unter anderem auch wegen Krankheit, ist in der letzten Zeit dann mal wieder ein bisschen weniger gekommen. Also letzte Woche, Ende März war das genau. Da war ja so gut wie gar nichts los, ne? Da habe ich halt ein klein bisschen noch was durchgebracht. Also mit Shinji da noch das Channel Chaos-Ding klar gemacht. Also halt dieses 25 cm und Naked Gaming Let's Play. Aber so eine Krankheit, ne, die wird ja wie immer nur schlimmer. Was mich jetzt aber nicht an Starbound abhalten soll. Und irgendwie am Lachen hindert es mich ja auch nicht, weil das war schon lustig. Der Typ, der hat jetzt wirklich seinen ganzen Bunker hier geflutet, ne? Oh, ist er abgesoffen oder wo ist er? Ah, ne, der steht da drüben. Dann hat er bestimmt auch ein Atemimplantat. Ja, dann soll er sich einfach der Temperatur anpassen. Das nennt man dann erzwungene natürliche Evolution oder wie. Ach ja, Thema erzwungene Evolution. YouTube schaltet ja jetzt die Anmerkungen und so weiter aus. Mit denen habe ich immer meine Endscreen-Buttons und so gemacht, ne? Aber es wäre ja veraltet und so weiter. Nehmen Sie hier diese, wie heißen die Teile? Infokarten, ne? Aber die können natürlich nicht so viel wie die Anmerkungen konnten. Aber Anmerkungen werden abgeschaltet Anfang Mai, ne? Also da freue ich mich, da werde ich dann gezwungen, meine Endcards komplett zu verändern. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber es hat einen Vorteil. Das System ist modern, wie Google ja sagt. Kann trotzdem weniger als die Endcards, also als die Anmerkungen, finde ich jetzt. Also die Anmerkungen konnten ein paar Sachen. Ich hoffe, hier geht's nicht zu arg runter. Nee, scheinbar nicht. Okay, Glück gehabt. Was war das? Okay, das hat mich irgendwie gesehen, bevor ich es gesehen habe. So, ich nehme mal eine Salbe. Wir haben ja genug. Ja, ich muss dran denken. Wir spielen ja Survival. Ich darf nicht so sehr auf Risiko gehen. Nee, also ich muss halt auf jeden Fall das System umstellen. Da wird es dann wahrscheinlich keine so tollen Endscreen-Buttons mehr geben. Und die Videos werden immer live durch YouTube eingeblendet. Die habe ich gern immer daheim selbst fertig gemacht. Also sprich, ich habe das alles fertig gerendert und dann einfach ins Video eingefügt. Und dann musste ich auf YouTube einfach nur noch den Button setzen, sozusagen. Aber das wird im Mai dann nicht mehr gehen. Und das wird dann YouTube jetzt automatisch machen. Es hat einen Vorteil, es spart mir Zeit und man kann es auf Mobile-Geräten verwenden. Also können die dann quasi auch die Buttons verwenden. Das geht wohl mit den Anmerkungen nicht. Die gingen wohl nur auf dem Computer. Aber ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass man dazu so gezwungen wird. Und dann noch mit der Begründung, ist ja veraltet. Lass doch die Leute entscheiden, ob sie dann das alte System oder das neue benutzen wollen, ne? Ich meine, das alte System bleibt auch in ungefähr aktiv. Also, ja, da ist das Viech. Das ist direkt hinter ihm. Wie gierig das dem hinterhergerannt ist. Ich spiele viel zu unaufmerksam, aber hier unten, da siehst du die Viecher auch kaum, vor allem wenn die dann auch so ein bisschen blau so in ihrem Farbdesign haben, ne? Da war doch eben noch eins, oder nicht? Nein? Okay, es hat seinen Bunker zurückgelassen. Ja, das nehme ich gerne mit. Was haben wir denn hier? Granatwerfer, 14,3 Schaden. Ich glaube, das lohnt nicht, da macht ja das Schwert schon mehr. Diese Konsole hier kenne ich noch nicht. Just a Terminal, ja. Ist wohl mit irgendwas verbunden, auch. Auch in dem Kühlschrank ist nichts drin. Finde ich jetzt schade. Und hier irgendwie Mikrowellenherd. Och, cool, da kann man jetzt Sachen machen. Also, ja, gut, dann koche ich gleich mal drei Fische, weil Fisch geht doch, glaube ich, recht schnell kaputt. Also, ich weiß nicht, ob das bei Starbound so ist, aber in echt, wenn der einfach so rumliegt. Der gekochte Fisch hält sich ewig? Der hat keine Ablaufzeit jetzt? Echt? Ja, das ist cool, dann hebe ich mir den mal auf. Dann ist das auch eine gute Idee zur Vorratshaltung. Ja, und ich muss sagen, also es fängt echt nicht schlecht an. Drei Manipulator-Module, vier Tech-Cards haben wir jetzt dabei, ne? Ein Upgrade-Modul. Da können gern noch ein paar mehr kommen. Ein Dolch mit 4,6 Schaden, ja nee. Da ist jetzt was drin. Nein, auch nicht? Schade. Ja, okay, gut, suchen wir mal weiter. Ach, wo war ich gerade am Erzählen? Ja, über das neue YouTube-Infokarten-Endkartensystem, ne? Also... Da werde ich halt bei den ganzen Let's Plays, wo ich sowas drin habe, werde ich es halt umstellen müssen. Bis zum 2.5. kann ich noch das alte System weiterverwenden. Werde ich auch so lange noch machen. Wir sind in der Schleimhöhle gelandet. Der Schleim, der kann jetzt wegfallen und macht Quatschelgeräusche. Und da sind Augen, die sind bestimmt... Ja, natürlich sind die feindselig. Also das ist auch ein Sonderbiom. Ich meine, das ist ja ein eigenes Biom geworden. Ne? Früher gab es ja auch schon diese Höhlen da... Diese kleinen Schleimhöhlen, aber jetzt haben sie das halt noch erweitert mit diesen Schleimfropfen, ne? Da ist eigenes Mobiliar dazu gekommen, ne? Ich habe gerade überlegt, wie ich das ausdrücken soll.
Ja, also eigene Möbel kann man ja eigentlich nicht unbedingt sagen. Eigene Objekte, eigene Deko-Sachen, ne? Ach, und der Cobblestone, ja, da kommen wir mit unserem aktuellen Metal Manipulator nur sehr langsam durch. So, ich habe ja den Triple Jump, genau, okay. So, aber die haben keine Fernkampfattacke, das freut mich jetzt allerdings. Dann kann ich die ja recht gut allein besiegen. Wie toll die Augäpfel hier rumhüpfen, ne? Ich meine, wir können ja hier auch ein Auge werfen, ne? Den Gag hatten wir ja schon mit diesem komischen Schwert. Ich würde mir ja lieber ein anderes Special wünschen, aber ne, es ist halt dabei und das Schwert ist im Moment die beste Nahkampfwaffe, die wir haben, meiner Ansicht nach. Weil, wie gesagt, diese ganzen Kriegshämmer und so weiter und manche Äxte, das finde ich einfach viel zu klobig. Bis du da geschlagen hast, ne, da ist der Tag rum. Und da verschwindet unser Wyatt im weißen Kleid. So, jetzt will ich aber gerade mal wieder nur vorsichtshalber gucken, bevor mich das System wieder nervt, ob die Aufnahme auch richtig funktioniert, also Ton und Bild und alles, ne? Nicht, dass ich wieder verarscht werde. Ja, doch, sieht super aus, okay. Gut, wir nähern uns schon den ersten 10 Minuten, das ist schön, ist aber noch keine ganze Folge. Eine ganze Folge sollte 20 Minuten oder mehr haben. Na, vielleicht bei Starbound am besten auch so 25 Minuten, ähnlich wie bei Fallout, ne? Damit ein bisschen was zusammenkommt. Ich meine, Starbound, das kann sich ja ziehen, da fängst du an, na, hockst du stundenlang dabei. Boah, man merkt echt, ich bin heute motiviert. Ich meine, in der Krankheitszeit, klar, da habe ich mir schon ein bisschen was verkniffen, weil ich nicht so fit war, ne? Und ehrlich gesagt, ich hatte zwischendurch auch riesige Kopfschmerzen, die habe ich jetzt heute zum Glück nicht. Und da wollte ich euch auch nicht vormachen, dass es mir gut geht und hey und ja und super Laune. Da war ich auch von der Laune halt einfach unten, ne? Das ist blöd. Okay, ein spezieller Stab als Waffe kenne ich jetzt noch nicht. Ach, sind das diese Zauberstäbe, von denen ich gehört habe? Und Attraction Zones zieht das... Ah ja, das zieht dann uns selbst, aber auch Feinde in die Mitte, also zum Mittelpunkt hin. Okay, werde ich nicht benutzen, ist einfach nichts für Wyatt, aber ja, ist schön, das mal gesehen zu haben. Ja, jetzt habe ich mich wieder selbst unterbrochen, aber hier gibt's halt auch was Tolles zu finden, ne? So, den scanne ich mal noch. Und wie ihr seht, ich lese auch die Gegenstandsbeschreibungen nach wie vor nicht vor. Nach wie vor nicht vor, ja. Soll ich die vorlesen? Sagt mir es in den Kommentaren, ob ich das vorlesen soll. Kann ich gern machen, aber wir sehen ja, was es ist. Ich denke, das macht nur Sinn bei speziellen Gegenständen, dass wir da mal gucken, was da unsere Spielfigur zu sagen hat. Bei einem Tisch oder einer Gummipflanze, ne? Ich glaube, das ist nicht so interessant. So, und jetzt habe ich mich nochmal bei der Unterbrechung unterbrochen. Nee. Ich wollte halt einfach keine schlechte Qualität abliefern. Hab dann halt einfach gesagt, nee, komm, bevor du Scheiße aufnimmst, nimmst du halt mal lieber gar nichts auf, ne? Beziehungsweise verschiebst das alles halt mal ein bisschen nach hinten. Es tut mir halt jedes Mal leid, wenn ich dann nichts Neues bringen, Schrägstrich bringen kann. Aber ich dachte, es ist halt trotzdem einfach die bessere Alternative, als wenn ich da hock, total unmotiviert, kaputt und langsam im Kopf. Ich meine, ich könnte auch heute noch langsam im Kopf sein, weil ich bin ja nicht gesund, wie ihr hört. Aber ich mach's halt einfach. Ich bin motiviert und ich habe halt keine Kopfschmerzen im Moment. Und ohne Kopfschmerzen, da bin ich gleich viel motivierter. Und ich denke, da kann ich es auch dann verantworten, aufzunehmen. Hoppala, jetzt bin ich vergiftet. Aber das hält nicht lange vor. Glück gehabt. Oh, den habe ich jetzt nicht gesehen. Bin mitten reingetreten in seine Schwabbeligkeit. Na okay, aber wir haben ja hier so noch ein paar Salben gefunden und wir haben ja das Heilungsdings hier drin in unserem Backpack, ne? Genau, Healing, das muss unbedingt sein. Was hält sich eine Stunde 40 Minuten? Tja, hält sich alles noch gut, ne? Muss ich am Ende auszählen, was ich mir in die Figur schütte oder was? Oh, die Baked Potato nicht. Warum bringt die so wenig Nahrung? Ah, das füllt sich langsam auf. Ja, ich habe ja jetzt endlich mal ein Nahrungsmittel-Mod installiert, das da halt das Ganze so ein bisschen umstellt, wie das System funktioniert. Also der Balken hält jetzt länger vor. Weil ich fand das ja wirklich ein bisschen übertrieben, dass der spätestens in 20 Minuten komplett leer ist, ne? Also der kannst du ja nicht mal ausgedehnt auf eine Tour gehen, selbst wenn du Essen dabei hast, ne? Und jetzt habe ich da dieses Hunger-Mod drin. Vielleicht denke ich auch mal wieder dran, das zu verlinken. Das ändert auch noch ein paar andere Sachen. Ich glaube auch, je nachdem, wie sehr das Essen dann den Balken auffüllt und so weiter, wie das alles funktioniert, ne? Ach Gott, das Wasser hier, das verlangsamt uns. Ach so, ja, das ist Schleimwasser. Moment, ist das dann spezielles Wasser? Ja, das kann ich mitnehmen. Okay, dann nehme ich dann mit. Keine Ahnung, wofür? Also angeblich sinken die FPS nicht ab, aber das Wasser, das sieht sehr langsam aus, ne? Irgendwie ruckelig, ja, aber der Rest bleibt flüssig.
Das liegt wohl dran, es ist Schleimwasser, ne? Das bewegt sich halt ruckelig, ne? Weil es ja zähflüssig ist, okay, das macht irgendwie schon Sinn. Es sieht nur ein bisschen seltsam aus, muss ich wirklich zugeben. Ah, ja, ja. Ja, und ich bin mal gespannt, was wir heute noch reißen können. Also, wenn das mit dem Tempo weitergeht, mit dem wir da gerade diese Tech-Cards und so weiter finden, könnte das heute echt noch hinhauen, dass wir da zumindest eine neue Tech freischalten oder halt eine andere verbessern, ne? Also, dass wir den Rolleball vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen aufpeppen oder so. Den haben wir ja dabei. Da gab es doch, glaube ich, die eine, mit der man, also diese eine Upgrade-Tech, mit der man dann noch die Wände hochrollen konnte oder sowas. Das fände ich interessant, wenn auch nicht unbedingt notwendig. Slimeplop ist auch extra. Braucht mir das für spezielles Crafting oder was? Ja, da steht Crafting Material, dann sollte ich davon eigentlich gleich mehr mitnehmen, ne? Ah, ist das gemein, der Schleim hat jetzt Physik. Das ist ja wie bei Minecraft, auf einmal die Cobblestone-Physik hätten, ne? Da rechnest du ja nicht mit. Ich komme hier nicht mehr raus, wir sind unter dem Schleimberg gefangen. Ah je. Hoffentlich nimmt sich der Wyatt nicht einen Mund voll. Und hoffentlich muss ich nicht so viel nachvertonen, weil meine Stimme so kaputt ist. Weil bestimmt werde ich da in der Nachbearbeitung das ein oder andere ein bisschen neu einsprechen. Weil halt hier vielleicht ein Schniefer oder zwei zu laut drauf sind, ne? Und ich muss die Nase putzen. Ja, tut mir leid, das muss ich auch unterschneiden. Ich habe das gehört, irgendwo ist was. Aha, wir nähern uns von oben, ja. Gerade jetzt, wo ich mir die Nase putzen will, ne? Ihr Schleims haltet zusammen. Habt ihr auch eine Allianz mit dem Urinstein im Klo oder was? Kannst du nicht mal in Ruhe die Nase putzen? Da kommt schon wieder so ein Schleimmonster an. Rotz meine Freunde nicht aus deinem Atemkanal. Ja, keine Ahnung. Schlimm. Immer diese Vetternwirtschaft. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Ach, wisst ihr, warum ich das nicht hätte tun sollen? Ja, genau. Ich meine, vielleicht schmeckt es ja wie Wackelpudding, ne? So, also Waldmeistergeschmack, ne? Es gibt Leute, die können sich unter Waldmeistergeschmack sogar gar nichts vorstellen. Weil sie aber auch die Pflanze Waldmeister gar nicht kennen, ne? Ja, die habe ich früher, als man noch wild im Wald wuchern sehen. Keine Ahnung, jetzt eigentlich ist irgendwas in unseren Wäldern kaputt. Ich meine, ja, natürlich, wir wissen das ein bisschen, was überhaupt in unserer Natur kaputt ist. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, früher, als ich als Kind mit den Großeltern immer im Wald unterwegs war, da hast du noch öfter Heidelbeeren und so weiter gefunden. Überhaupt alle möglichen wilden Pflanzen. Und Waldmeister war da auch dabei. Klar, Him und Brombeeren, die findest du immer noch recht häufig bei uns. Musst du halt ein bisschen gucken, ein klein wenig abseits vom Weg, aber so, ja. Aber Waldmeister oder Heidelbeeren zum Beispiel, die sehe ich verdammt selten. Und Bovisten habe ich früher, glaube ich, auch häufiger gesehen. Also diese Pilze, die in ihrer Brunft- und Paarungszeit, klar. Bei Pilzen heißt das bestimmt so. Die da so aufplatzen und wo dann die Sporen rauskommen, ne? Pilze sind ja Sporenpflanzen und die vermehren sich dann halt durch das Aufplatzen. Da verteilt sich dann der Samen sozusagen in die ganze Gegend. Also wie bei Pilzen. Nein, den Namen habt ihr nicht von mir. Ja, jetzt will ich hier überall die Schleimplops mitnehmen, ne? Weil hatten wir ja jetzt mit dem Wyatt auch noch nicht dieses Biom. Also zumindest noch nicht in Version 1.0. Und es ist ja wesentlich umfangreicher geworden. Oh, genau. Wenn man das wegbaut, dann kommt die Schleimpampe wieder von oben runter. So könnte ich mir aber das Abbauen ein bisschen leichter machen. Ja, ja, aber ich finde es echt gut. Wir kriegen hier doch auch ein paar Erze mit. Wobei es ja, Titan brauchen wir jetzt im Moment noch viel. Und der Rest ist ja eher normal, was wir gefunden haben. Kohle weiß ich nicht, was wir mit der später vielleicht noch Größeres anfangen können. Aber wenn wir schon mal da sind, wir haben ja Zeit. Das lasse ich jetzt einfach mal mitgehen. Ja, wir haben ja so viele Quests, die wir uns im Moment wahrscheinlich noch gar nicht antun können. Weil die Rüstung oder die Waffen noch viel zu schwach sind. Deswegen, ja, vielleicht die Überlegung, dass wir hier bei den Glitch-Quests ein bisschen weitermachen. Da müssten ein paar jetzt schon ein bisschen besser gehen. Wobei die den Kampf beinhalten, ja, ich hätte halt doch gern noch eine neue Rüstung. Da muss ich mal gucken, ob ich die jetzt überhaupt schon basteln kann mit dem Zeug, das ich habe. Aber wie gesagt, ich lasse mir hier auch erstmal Zeit und sammle hier mal weiter. Mal gucken, was man noch so finden kann. Okay, das ist nicht so außergewöhnlich. Oh, Kisten, da könnte was Gutes drin sein. Zwei Salben, das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Ein Hammer. Also macht dir ungefähr genauso viel Schaden. Ja, fast genauso viel Schaden wie das Breitschwert. Also der Hammer macht ein bisschen mehr. Aber bis du da ausgeholt hast, ne, ist ja die Serie rum. Also ist die Folge vorbei, kommt schon wieder der Endscreen. Den ich ja aber anpassen muss, weil YouTube sagt, das alte System ist veraltet.
Naja, ich versuche auch das Positive dabei zu sehen, aber ich hätte gern weiterhin Endscreens halt daheim fertig konzipiert. Anstatt halt im Nachhinein auf YouTube. Und ja, wie gesagt, es spart mir Zeit, aber es schränkt auch meine Kreativität ein bisschen ein mit den Möglichkeiten, die halt da sind. Also ich finde es halt ein bisschen schade, aber natürlich werde ich mich anpassen. Ich habe schon rumprobiert, ich weiß ungefähr, was geht. Ich will da auch jetzt nicht rumheulen. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, nicht, dass ihr euch wundert, warum die Endcards dann auf einmal anders aussehen. Ich wurde dazu gezwungen. So, und hier kommen wir ja, glaube ich, eh nie wieder hin. Also sammle ich hier auch mal die Lianen ein, ne? Ach, da war das nicht auf unserem Heimatplaneten, wo ich die auch mal nicht ganz abgemacht habe? Also oben abgezwackt habe, weil ich sehen wollte, ob die vielleicht mittlerweile nachwachsen? Ich glaube es zwar nicht, aber ich wollte es ja mal ausprobieren. Da müssen wir einfach mal schauen, ob sich da was getan hat. Da habe ich gerade so das Endstück dann einfach hängen lassen. Wäre ja interessant zu wissen. Oder auch wenn man diese Lianen selbst anbauen könnte, das wäre irgendwie auch cool. So, ja, hier gibt's mehr Kohle. Ich hätte lieber gern noch mehr Titanium. Ja, vielleicht finden wir ja nochmal ein richtig cooles Mini-Biom. Da ist noch Gold dabei. Gold können wir vielleicht auch nochmal bestimmt irgendwie brauchen. Vielleicht auch nochmal bestimmt, ja. Ach, okay. Ich würde es ja auf den dummen Kopf schieben, aber nein, das war eigentlich ein typischer Osselpi-Satz. Das ist ganz normal. Aha. Okay, noch mehr Gold. Wenn ich echt mal so einen Batzen Gold finden würde, würde ich verkaufen, dann könnte ich mir vielleicht endlich, also dann würde ich mich dazu durchringen, eine neue Grafikkarte zu kaufen. Wobei ich mit dem Demon, der ja auch sehr hardwareaffin ist, also er versucht ja auch immer rauszuholen, was geht, und er hat auch recht teure Hardware, teilweise wesentlich teurer als meine, ne? Habe ich auch mal kurz drüber gesprochen, was er denn von den aktuellen Grafikkarten hält und ob ich von meiner GTX 970 auf eine 1070 umsteigen sollte. Weil die 970 ist ja nun nicht so alt. Und er meinte vielleicht doch besser auf Volta warten, weil Pascal Rehash ist ja jetzt scheinbar durch bei Nvidia. Ich hatte ja gedacht, da käme noch mal was Neues. Aber da kamen jetzt nur die 1080 Ti und so, und das lohnt sich halt für mich dann nicht so wirklich. Ich meine, ich weiß schon, dass das Ding besser ist als eine 970, aber naja. Und bis Volta, das dauert allerdings halt noch so lange. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht wenn es nochmal einen Preisrutsch geben sollte bei einer 1070, also natürlich bei einer übertakteten. Also das wäre mir dann schon wichtig. Dann vielleicht, ja. Mal gucken, was sich dann halt tut. Ich meine, sie sind ja auch ein bisschen im Preis gefallen, aber halt nicht so sehr. Also nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Moment, wie gut ist sie? Ja, jetzt kommst du. Da hinten habe ich auf dich gewartet und da war nichts, ne? Und jetzt angepimmelt kommen von hinten. Verdammt. Okay, die Axt ist eigentlich auch absolut zu vernachlässigen. Die landet später wieder auf der Müllhalde, also beim Händler. So, jetzt haben wir schon wieder ein Saxophon gefunden. Saxolophon! Saxolophon! Es funktioniert doch noch, Lisa, was hast du denn, ne? Kommt doch bestimmt wieder von vorne angerannt, ja. Ah, es ist ein bellendes Ozeanfeuerzeug. War das eben Silbererzhaufen? Ja, okay. Wie gut bist du denn? Pff, Assault Rifle, naja, immerhin. Ich tausche es mal gegen den Raketenwerfer aus. Das könnte... Ja, es könnte gut sein. Müssen wir halt mal gucken. Aha, das schießt den Dreiersalven. Okay. Aha, da hinten kommt ein Geisterspermium. Es ist Spermarin, der Geist aus deinem Wunder... ja, okay. Von dieser Band singe ich am besten gar nichts. Und das Sturmgewehr, ich weiß nicht. Das könnte gut sein. Das müssen wir in der Praxis mal noch ein bisschen länger ausprobieren. Aber ich glaube, ich hätte doch auch gern wieder den Raketenwerfer oben in der Leiste mit drin. Naja. Habe ich einen Bug getriggert oder was war das? Nee, da ist doch unser Raketenwerfer. Ja, wir haben zwei von den Gewehren. Warum haben wir das? Nach Vertonung, weil Osselpi verpeilt ist. Ja, okay, das war eben mein dummer Kopf, weil ich habe ja gerade überlegt, ja, diese Leiste oben funktioniert ja jetzt ein bisschen anders. So, ich will nämlich mal gucken, wie geballt der Schaden des Raketenwerfers ist und wie gut das wirkt im Vergleich zu diesem Sturmgewehr. Mein Sturmgewehr, das ist halt eher so wie Tausende von Mückenstichen, und Raketenwerfer ist halt wie wenn dich eine Hornisse sticht, ne? Aber trotzdem, es könnte sein, dass in der Relation von Schaden zu Schuss, ne, dass das Sturmgewehr vielleicht ein bisschen besser ist wie der Raketenwerfer. Weil der Raketenwerfer, der könnte von einem Planeten her stammen, der, ja, eine niedrigere Gefahrenstufe hat. Was dann in der Relation heißen würde, dass das Sturmgewehr streng genommen vielleicht ein bisschen mehr Power im Arsch hat. Also, dass da ein besserer Motor unter der Haube läuft, sozusagen.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Habe ich mir da eben wieder einen abgebrochen bei der Erklärung. Hey, cool, noch mehr Titanium, alles auf einem Haufen. Und in Eis drin, das lässt sich so gut abbauen. Also diese neue Aufnahmesitzung, die fängt ja phänomenal gut an mit den ganzen Tech-Cards und Manipulator-Modulen, die wir gekriegt haben. Und dann noch eine große Arschladung Titanium. Und wir sind ja noch nicht mal fertig, wir sind ja immer noch unter der Erde, ne? Also, besser gesagt, im ewigen Eis, unter dem Ozean. Ja, wir haben Wohnungen geflutet, aber irgendwie scheint es ja dem Typen auch ganz recht gewesen zu sein. Vielleicht hat er auch nur das Wasser auf dem Boden gesehen und hat sich gedacht, ach, mach mir die Tür auf, dann läuft's raus, ne? Aber draußen war Rohrbruch. Beim nächsten Mal geht's also direkt hier in der Höhle weiter und ich denke, da setzen wir fort, was wir heute begonnen haben. Mehr Material sammeln, mehr Waffen finden, mehr Rüstungen finden, Monster besiegen, ja, diese ekelhaften Schleimfropfen, ich hoffe, die werde ich auch bald los sein. Und das wird sich dann nach und nach alles zu einem Gesamtbild fügen, wir werden unser Schiff bestimmt irgendwann aufrüsten können. Wir werden endlich mal so richtig in das Quest-System einsteigen können, also diese ganzen Random-Quests von den NPCs. Und überhaupt steht dann wahrscheinlich unserem eigenen Planeten nichts mehr im Wege. Also ich hoffe, ihr hattet heute genauso viel Spaß wie ich beim Dreh, ne? Wäre toll, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Starbound mit Riot Slurp und Ozzelpienchen.